Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Tobias von der Elektrorad-Redaktion. Vor mir seht ihr das Falter E9.8 KS, ein Stadtrad, was allerdings eine ganze Menge Trekkingpotenzial mit sich bringt, worauf wir jetzt gleich mal genauer eingehen. Fangen wir als erstes mit dem Aluminiumrahmen an, der im Unterrohr den voll integrierten Akku beherbergt. Das Ganze ist sehr formschön miteinander verbunden. Das Oberrohr ist dagegen deutlich flacher, insgesamt wirkt aber alles sehr robust. Bleiben wir beim Thema Komfort. Hier hat sich Falter zum einen für eine Federsattelstütze entschieden, die eben, wie der Name schon sagt, Unebenheiten sehr angenehm abfedert und dämpft. Weiter geht's im Cockpit mit einem nach innen gekröpften Lenker, der eine angenehme Haltung der Griffe ermöglicht, was wiederum durch Flossengriffe nochmal verstärkt wird. So werden Ermüdungen im Handgelenk auf etwas längeren Touren vorgebeugt. Ein weiteres komfortables Bauteil ist der Speedlifter von bei Schulz. Hier lässt sich im Handumdrehen mit dem Schnellspanner die Lenkerhöhe verstellen, einfach wieder zuklappen und weiterfahren. Kommen wir nun mal zum Herzstück, dem Bosch Performance CX Mittelmotor, der mit starken 85 Newtonmeter sehr, sehr kraftvoll antreibt, also für Trekkingtouren im Gelände, auch mal mit etwas steileren Steigungen die perfekte Wahl. Bei der Gangschaltung hat sich Falter für die Shimano Diore mit 10 Gängen entschieden, was für ein Stadtrad vollkommen ausreicht, auch für die Touren definitiv in Ordnung ist. Blicken wir mal auf die Bremsen. Das sind hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, vorne am Vorderrad sogar 180 mm Durchmesser, die auch bei Nässe auf der Testfahrt wunderbar zugepackt haben. Ein ideales Feature für die Stadt ist zum einen das Rahmenschloss für den kurzen Halt beim Einkaufen. Und der Gepäckträger, 25 Kilogramm, lässt sich transportieren, sogar mit Zusatzstreben, also kann der Schwerpunkt der Taschen verändert werden. Ja, weiter überzeugt bei der Vollausstattung die Lichtanlage. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Reifen eingehen, bisschen breiter, 55 mm, ein griffiges Profil, haben sogar ein sehr gutes Dämpfungsverhalten, also auch damit lässt sich wunderbar durch die Stadt oder auf Tour rollen. Dann fassen wir mal zusammen, für wen dieses Rad geeignet ist. Wir können es auf jeden Fall Pendlern empfehlen, weil es eben auch bei Last am Gepäckträger einen sehr, sehr guten Geradeauslauf hat, eine sehr gute Spurtreue hat. Das Falter E9.8 KS wiegt insgesamt 27,4 Kilogramm, kostet 4.299 Euro. Das Gesamtpaket war uns 92 Punkte wert, was am Ende die Note sehr gut ergeben hat. Das war's zum Falter. Wir haben allerdings noch eine ganze Menge andere Räder aus dem Trekking-, City- oder Sportbereich. Klickt euch mal rein, wir haben eine große Auswahl, da ist für jeden was dabei. Wir freuen uns, wenn ihr das eine oder andere Video anschaut, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!